Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Animals-Projekt mit dem Kevin. Servus. So, wir waren stehen geblieben bei den Ballen. Jetzt muss ich die Presse an den Hof zurückfahren. Und dann geht's zum Wickeln. Weil wir brauchen Silage. Ja, ohne Silage wird sonst die Futterherstellung leider nichts. So. Also ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel wir in den ersten Folgen zum Händler eiern dürfen, ey, um die ganzen Gerätschaften abzuholen. Ja, ich glaube, das wird oft sein, sehr oft. So, du bist bald fertig mit Feld 18, sehe ich. Ja, ein kleines Stückchen noch. Ich denke mal noch 4 Bahnen. Ah, nicht ganz. Aber bevor du dann den Raps verkaufen gehst, im Lager sind nämlich noch 25.000 Liter. Ja, können wir ihn noch abholen. Da kannst du noch abholen und dann auch verkaufen. Dass es wenigstens mal ein bisschen lohnt. Ja gut, Raps brauchen wir ja sowieso nicht. Ja, Raps wird ja dann erst richtig benötigt für die Schweine, ne? Ja, können wir aber auch Mais nehmen. Nee. Oder andere Sachen. Raps oder Sojabohnen, eins von beiden. Okay. Na, können wir mal schauen, naja. Ja, die Frage aller Fragen ist, welchen Tieren wollen wir denn starten? Ich hätte gesagt, die Kühe. Die Kühe. So. Weil ich hätte nämlich noch einen Vorschlag, dass wir mit Schafen arbeiten. Also ich hätte gesagt Kühe, weil wir das schon direkt am Hof halt haben. Also jetzt müsste ich mal selber mal auf die Map schauen. Weil ja, Schafe sind weiter hoch. Die sind auf Feld 21. Ja eben, dass man da halt sagt, man macht jetzt erst Kühe und wenn wir die Kühe am Laufen haben, dann kann man ja über Schafe nachdenken und dann über Schweine. Ja, weil ich hätte nämlich gedacht, wegen der Produktion halt, ne? Wegen Wolle. Weil der Preis liegt nicht schlecht. So bei 19.000 Euro pro Tonne. Oh, der ist aber noch niedrig, weil der ist rot hinterlegt, ne? Ja, noch niedrig, aber im Gegensatz zu den anderen eigentlich nicht schlecht. Ja gut, man weiß ja nicht, was die Milch jetzt gerade einbringen würde. Ja, da sehe ich leider noch nichts. Wo haben wir denn die Milch? Die steht, glaube ich, nirgendwo. Nee, ne? So. Hallo, wirst du mal die Balle aufladen, bitte? Danke. So. So, dann schütten. Kippen wir mal die erste Ladung Raps aus. So, den letzten Ballen silieren. Mm-hmm.
So, laden wir die Balde ab und dann, oh Gott, und dann, da wir noch keinen Ballensammelwagen haben, was heißt Ballensammelwagen, kein Ballenwagen, muss ich dann hier halt einzeln fahren. Könnten wir uns nicht schon einen holen? Ne, ich habe 10.400 und der kostet, glaube ich, 11.000. Oder ich gehe einfach schnell den Raps verkaufen. Das bisschen. 12.000, 12. Ne, der andere kostet 56, aber das ist ja 9, wir haben einen Ballencontainer von 9, aber das ist auch. Eins nach LKW haben. Ich habe mir mal dein ausgeliehen, ne? Den Fendt. Den Ja. Größen. Kein Problem. Den fülle ich jetzt noch mal schnell im Lager mit dem Raps, dann ist der nämlich auch voll. Dann gehst du schnell verkaufen. Dann haben wir Geld. Haben wir Geld, jo. Was habe ich gesagt? Ob Getreideverkauf, ne? Ja, Getreideverkauf. Muss gleich mal dann in den Traktor joinen. Gleich, damit du weißt, wo du das Getreide aus dem Lager holst. Ja, ich sehe dich auf der Karte. Bei Feld 16. Da habe ich jetzt schon. Das ist halt der Nachteil, wenn man auf vielen Karten spielt, da vergisst man mal oder kommt man mal gern durcheinander, wo jetzt die Entnahmestelle ist. Ja, oder, ne? Wie war das mit dem schönen Silo suchen? Auf der Auf der Green Green River. River mit? Und da wollten wir eigentlich nur zu den Schweinen hochfahren, um dann die Schweine zu versorgen. Und oh, was ist denn hier? Gucken wir mal. Oh, okay, hier ist unser Silo. Hab's gefunden. So, theoretisch. Da muss ich mal auf der Karte gucken, wo ich zoomen kann. So, theoretisch. Ja, genau. Ich fahr mal eine Runde, ne? Ja, schau mal. Oh. Passt es? Ne, passt nicht. Würde ich hängen bleiben. Scheiße. Ich bin hier noch mit der vorletzten Bahn dran. Ja, also ich muss sagen, das Weizenfeld sieht reif aus, ne? Das wird gleich wieder ein Phänomen, den das Schneidwerk abzuladen. Also einen größeren Anhänger hätten wir uns nicht holen dürfen, ne. Glaube, ein kleinerer hätte sie fahren, oder? Das ist Oder schon meinst du jetzt ziemlich. die Ballen? Nein, nein, nicht für die Ballen. Für den. Hier fürs Getreide. Weil schon ziemlich schwierig, gerade an so engen Stellen rumzumanövrieren, aber. Ich finde, man braucht auch irgendwo eine gewisse Größe am Anhänger, um auch wirklich mal eine Masse an Getreide wegfahren zu können. Ja gut, jetzt bei der Map ist ja der Vorteil, man hat schön kleine Karten. Ne? Also es war jetzt kleine Karten, aber man hat schön kleine Felder. Bis jetzt noch. Also ne, wenn man so sieht, Feld 18 ist noch relativ klein. Da komme ich mit dem gelben Hänger, mit dem Joschkin eigentlich ganz gut aus. Aber wenn ich dann so sehe, wie Feld 52 und Feld Nummer 17, ich glaube da. Wenn man es nicht zweimal fahren will, müsste man sich dann den DB-Anhänger holen. Mit 50.000 Litern Fassungsvermögen. Dann sollte man, glaube ich, schon das eine Feld reinkriegen. So, ich bin fertig mit Feld Nummer 18.
So. So, jetzt ist hier die große Preisfrage. Wo muss ich es abkippen? Ich guck mal gerade, wo du bist. Du bist. Ah, ich habe die Abkippstelle gefunden. Ah. So, jetzt ist die Also Frage. diese Kipper sind keine gute Idee. Nicht? Nein, ein Abrollwagen wäre optimal. Weil ansonsten steht der oben an, wenn du ganz hoch kippst. So. So, aber jetzt haben wir 75.000. So. So, ich bin jetzt on the way. Ich kämpfe hier gerade noch mit dem Abladen, mit Schneidwehr. Ja, vielleicht, wenn du da gerade wartest, kann ich dich gerade noch abtanken. Muss gucken, dass ich jetzt gerade rüberkomme. Ich bin jetzt gerade wieder auf Höhe vom Ländler. Genau, vom Ländler. Der gute alte Ländler. Na, wer kennt die nicht, der Ländler? Hey, es hat funktioniert. Hat's Fungo-Nuckelt? Es hat funktioniert. Es hat Fungo-Nuckelt. Also Feld Nummer 18, Rädchen hinter. Fahr dein Kornrohr aus, ich komm zum Abtanken. Bleib auf der Straße stehen. Du brauchst hier nicht durch die komische. Schade, dass man hier keinen Warnblinker einschalten kann, ey, das war richtig cool. Ja, vielleicht gibt es im LS19 der Warnblinker. So ist alle. Ich stelle dir dann gerade bei den Kühen drüben hin, ne? So, dann wollen wir jetzt mal hoffen, Schneidwerk auch vernünftig sitzt. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Feld Nummer 16. So. Wie ihr ja erkennen könnt, die Straßen auf dieser Map sind ja relativ groß. Ironie aus, ne? Jetzt. So. Also hier ist es nicht sinnvoll, mit einem 12 Meter Schneidwerk durch die Gegend zu fahren. So, habe dir geparkt. Perfekto. So, Ich bin angekommen. ich schnapp mir jetzt noch einen Frontlader und dann holen wir uns nochmal schnell so einen Ballenanhänger. Ballengabel brauche ich auch noch. Irgendwo habe ich mich jetzt hier festgefahren, aber. Ach, da ist ja so ein Pfosten im Weg. Also sehr eng hier. Mach doch nicht so ein Radau. Doch, muss ich machen, damit du endlich mal zufährst hier. So. Ach, dann haben wir ja schon mal hier ein paar Ballen. Was haben Ja, wir denn jetzt? Namen? Stroh und Heuballen. Stroh und Ich weiß Heuballen. nicht, ich hätte so einen normalen Ballenspieß da jetzt genommen. Erstmal. Weil diese Fohlenballenzange brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir können sie ja wohl.
Ja, komm. Gibt's die Folienballenzange gekauft, normalen Ballenspieß gekauft und wir brauchen einen Ballenanhänger. Welchen nehmen wir denn da am besten? So, was haben wir denn hier auf Feld Nummer 16? Bin ich jetzt hier richtig? Welchen nehmen wir denn da? Nehmen wir den Smith oder den Marshall? Von den Ballenhängern? Na, ich würde mir den Marshall als erstes nehmen. Was haben wir denn da für eine Kapazität? Von Ballen lang, von der Länge her steht jetzt nicht, ne? Nee, aber die sind, glaube ich, gleich groß, weil es das BC/32 und der Smith 32 Fuß. Ich würde mal den Marshall nehmen. Ja. Farbe? Och, das ist eigentlich relativ. Farbe würde ich noch gar nicht wählen. Doch, da kriegt das Fendt-Grün. So, ich suche mir jetzt erstmal hier den Anfang. Was haben wir denn auf Feld Nummer 16? Haben wir da auch Raps? Nee, Weizen. Weizen, okay. Strohablage einschalten, bitte. Ja, das ist auch mein Plan. Und bitte ziemlich gerade fahren. Nein, für dich fahre ich jetzt Kreise. Da, du bist so liebensgütig. Ja, ne? Ich habe mich hier richtig blöd festgefahren. Ja, das ist aber blöd. Total blöd. So, jetzt bitte kein So. Gegenverkehr. Ja, wo fangen wir denn mal an zu dreschen? Bin mal gespannt, ob man diese Folge überhaupt, ob ich diese Folge noch Dings schaffe. Ne, schaffe ich nicht. Was denn? Die Folge werde ich keine Ballen mehr schaffen zu verladen, glaube ich. Machen wir es in der nächsten. Oleg. Naja. Also der Marshall-Ballenanhänger, der hat ja auch einen Wendekreis jenseits von Gut und Böse. Ja, der ist ja noch harmlos. So. Und fahr noch schnell zu den Ballen Start. hin. Strohablage einschalten. Komme ich da jetzt überhaupt so aufs Feld? Ich bezweifle es mal stark. Ah doch, es geht. Es geht. Drescher einschalten. So. Aber gut, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Würde uns riesig freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Sayonara. Auf Wiedersehen.